Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Idyllisch, wenn alle am Schlafen sind, nur Jack Black und Bambi so ein bisschen am Rumtouren. Aber nichtsdestotrotz. Naja, der Deschamps, sag ich jetzt mal so, oder? Wie spricht man Deschein? Egal, naja, da hat den Kommentarbereich ziemlich stark wiederbelebt, kann man mal sagen. Und da kommen jetzt einige Kommentare. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. So, die stammen jetzt alle von Nayada, bis ich dann sage, dass es von wem anders ist. So. Könntest du bitte Klokabinen machen? Keiner sitzt gerne auf dem Klo und lässt sich zuschauen dabei. Ja, wir sind dran. Wir müssen die nur noch verbinden. Beziehungsweise wir können das ja auch ein bisschen fokussieren, richtig, Mike? Richtig, Ismael? So, weiter im Text. So, und wenn wir schon beim Thema Klo sind, man kann auch unterscheiden Frau, Mann und auch nachsehen, ob besetzt ist in diesem Mod. Ah, Mist, ich muss gerade mal kurz. Ich muss hier noch auf mehr Anzeigen klicken. So. So, das haben wir ja, ne? Wir haben ja hier, das ist die. Sekunde. Jetzt kommt aber ja also gleichzeitig, wa? Also, wir haben ja hier, das ist die Belegung prüfen, haben wir auch. Wir haben hier die Männerseite, hier ist die Frauenseite. Die haben sogar eine andere Farbe. Zu den Belegungsprüfungen kommen wir gleich nochmal, weil da hat Naja dann noch einen Kommentar geschrieben. Ich wollte nur mal gerade gucken, wo ist denn das Viechchen? Das hier irgendwie angreift. Ist das schon tot? Wo ist das? Der Menschenfresser. Hat er sich schon schlafen gelegt? Das war doch der hier, ne? Ja, hat sich anscheinend schlafen gelegt und dann hat er sich beruhigt. Hier kommst du auch nicht zum Kommentar schreiben, ne? Ich glaube, die sind für uns da. Oder gibt es eine andere Gruppe? Nee, die scheint für uns da zu sein. Na, schade, ey. So, machen wir erstmal weiter im Text. Dein Knast wäre auch froh über ein Klo. Ein Waschbecken und eine Dusche vielleicht. Mögen sie dann deinen Knast. Danke. Ja, das sind Gefangene, die haben den jetzt nicht unbedingt zu mögen. Aber eine Toilette stimmt schon. Wir nehmen einfach das Plumpsklo und setzen das hier rein. Sobald die hier verbunden sind. Aber erstmal müssen wir den Angriff machen. So. Pass auf bei Gegrilltem. Das ist ruiniert, wenn es eingefroren wird. Bei Kaffee, Tee weiß ich nicht. Hatte den Mod noch nicht getestet. Gruß, naja, da. Mach weiter so, macht Spaß zuzusehen. Das Gegrillte darf also nicht hier rein. Müssen wir im Auge behalten. Ich weiß jetzt nicht, wo das Gegrillte drin ist.
Hätte schon mal die passende Religion. Gucken wir uns gleich nochmal an. Wir müssen jetzt erstmal unsere Kampfeinheiten sammeln. Ach, es sind auch wieder so richtig viele, ey. Scheiße. Sind alles Nahkämpfer, was? Ach, scheiße. Das war's. Wieso sterben denn jetzt hier die Tiere? Los, Tiere, tötet sie alle! Ach, ich hasse es. Buddeln die sich hier auch noch durch, ey. Ich krieg die Krise. Hallo? Wer stirbt als erstes? 13? Ah, Daniel stirbt. Bambi hat schon erkannt, dass Daniel keine Chance hat. Versuchen es trotzdem. Oh, Bambi ist nicht schlecht. Ja, das war sehr doof gemacht von mir. Da das alles Nahkämpfer wären, hätte ich das... Ich hätte das tausendmal besser machen können. Ärgerlich. Wieso ist denn jetzt Uranyl gestorben? Hä? Wurde doch sonst keiner angegriffen. Wir brauchen unbedingt Atomraketenwerfer und sowas, damit wir die Gegner einfach pulverisieren können. Irgendwie komisch. Da hat aber einer versucht, sehr viel Silber zu klauen. Oh, ist das ärgerlich und unnötig. Das ist so richtig unnötig gewesen. Aber gut, wenn ich so Dummheiten begehe, dann muss ich auch dafür bezahlen. Das ist der Lauf der Dinge.
So, dann tun wir hier einmal Strom reinlegen. Einmal bitte Lampen. Ah, hier muss noch geglättet werden und alles. Ja, mach erstmal. So, Hygiene, Rohrleitungen. Ja, hier muss noch zu Ende geglättet werden. Es geht erstmal nur darum, dass die Toiletten funktionieren. So, gegrilltes. Aber gucken wir, wenn es soweit ist. Ich meine, die stellen ja eh nur gegrilltes her, wenn wir keinen Strom haben, ne? So, machen wir weiter im Text. PS. Naja, da will auch mit weiblich, klug, sonst keine Ansprüche. Habe ich mit eingetragen. Bist mit auf der Liste. So, ob das natürlich dann am Ende auch weiblich und klug mit drin ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ne? Also ich mache ja zurzeit mit Würfeln. Ich hoffe, das ist okay. So, weiter im Text. Und mach dir keine Gedanken, so dringend. Dringend will sie nicht. So, weiter im Text. Ich habe gerade überlegen, wie das gemeint war, aber ich glaube, das war auch den Kommentar davor bezogen. Rimworld ist Rimworld und du kannst das spielen, so wie du willst. Es wird Rimworld bleiben und dich vernichten. Irgendwann, je nachdem, wie schwer du es eingestellt hast, lol. So, dann hat Avia einen Kommentar hinterlassen. Ich hinke mal wieder gnadenlos hinterher. Ich bin im Spiel gestorben und das durch Insekten. Ich mag die Insekten in Rimworld überhaupt nicht. Ich mag die Insekten in Rimworld überhaupt nicht leiden. Und jetzt noch weniger. Aber es ist nicht aller Tage Abend. Und vielleicht kehre ich irgendwann wieder zurück. Viele liebe Grüße. Ja, das hoffen wir natürlich alle, dass du irgendwann wieder zurückkehrst. Genau wie die anderen, die wir jetzt verloren haben. Mike. Nein, nicht öffne ein Grab, arbeite am Grab. So, dann kommen wieder Kommentare von Nayada. Aber erstmal Mike. Nur Kolonistenleichen. Und dann einmal bitte die Leute begraben, ja? Gut. So, weiter im Text. Hi, du solltest allen Schützen als Seitenwaffen ein Messer oder Schwert geben. Dann wechseln sie im Nahkampf darauf. Ist besser, als mit der Pistole zu schlagen. Ja, das haben wir gelernt. Das machen wir. Aber ich muss das jedes Mal hier neu einstellen, ne? Also erstmal Nebenhand. Ne, damit, das ist, dass die zwei Pistolen gleichzeitig tragen.
So, und jetzt krieg ich hier den Knüppel als Seitenwaffe. So, Micha ist wieder da. Hat ein Schwert. Kriegt irgendwann wahrscheinlich nochmal ein zweites Schwert. So, Daniel, hast du... Nee, die fehlt noch eine Seitenwaffe. Okay, dann... Kannst du das hier als Seitenwaffe. So, dann hast du zwei Pistolen und ein Messer als Seitenwaffe. Aber guck mal, dann nimmt... Nee, das funktioniert so nicht. Dann haben die nur eine Pistole und ein Messer. Ich lasse es einfach mal. Wieso ist hier jetzt zum Beispiel ein Revolver dabei? Jack Black. Drop mal bitte den Revolver. Wo haben wir den Röhrenfernseher gehabt? Der war doch hier mit bei, oder? Da. Okay, drop den mal. So, und dann nimmst du... Haben wir hier noch irgendwo ein Messer rumliegen? Wir haben noch bestimmt irgendwo ein Messer rumliegen. Hier liegt noch ein Messer rum. So, als Seitenwaffe. Nebenwaffe heißt... Zwei Waffen in der Hand und Seitenwaffe müsste heißen, dass die tauschen können. Ja, die beiden Mods, die sind nicht so ganz so kompatibel. So, Micha könnte mir theoretisch noch ein Schwert in die Hand drücken, wenn wir nochmal ein Langschwert bekommen. Alle Feinde werden jetzt entkleidet. Ganz einfach. So, machen wir weiter im Text. So. Hi, du bist mutig. Zwei für 11 Tage weggeben. Ein in Todesschlaf. Naja, schauen wir mal beim nächsten Angriff. Esszimmer für 16 Kolonisten, aber noch kein Einzelzimmer für sie. Und immer noch keine Badewanne oder Duschen in der Kolonie. Die müssen stinken bis zum Horizont. Deswegen hast du wahrscheinlich Glück, dass keiner angreifen will, lol. Aber wenn es so einfach wäre, ne? Mike, muss man dir alles sagen hier? Haben wir denn noch einen, der Tiere macht? Tiere. Wir haben ja jetzt ein paar Leute verloren. Tiere. Ja. Haben wir. Was ein Leck. Auf einmal sieht man einen Dino vor sich. So, machen wir weiter im Text. Ja, wegen Duschen, Badewanne. Die waschen sich ja tatsächlich an den Wasserquellen. Aber wir können jetzt erstmal noch ein paar Betten hier. Weißt du was? Wir reißen die ab, komm. Die werden jetzt weggerissen. Aber das sind gute Betten. Egal, die werden weggerissen. Egal, die werden demontiert. Die werden erstmal nur demontiert.
Weil die kann ich bestimmt später noch gut gebrauchen. So, wir haben jetzt ja die Zimmer. So, ach, hier war das. Naja, da hat noch geschrieben, hi, wenn du Belegen prüfen machst in den Toiletten hier, musst du normale Türen einbauen, denn sonst zählen beide Toiletten und das Waschbecken als einen Raum. Gut, die Frage ist, muss ich wirklich Belege und prüfen hier? Weil hier geht kein anderer rein, wenn hier einer drauf sitzt. Also das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich muss da die Belegung jetzt nicht prüfen. So, ihr kriegt weiter, ihr kriegt jetzt das Plumpsklo. Glückwunsch. So, getrennte Badezimmer. Wie groß müssten die denn sein? So, wenn wir über... Stopp, 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 stopp. Da war ein bisschen schnell. Wenn wir überlegen, dass wir hier jetzt den Gang machen. Hier geht ein Gang lang, ja? Oder soll ich den hier lang machen? Wobei, dann geht's hier was runter. Vielleicht so erstmal bauen und dann gucken, wie viel Platz wir brauchen. So, wie habe ich mir das vorgestellt? Also, wir kommen in den Raum rein. Wo wir dann erstmal eine Gruppendusche haben. Und zwei Einzelduschen, ja? Für die Leute, die halt die keine Gruppenduschen mögen. So, dann geht man hier so raus. Hier könnte man das auch so machen, dann hätte man ein bisschen Sichtschutz. Aber dann würde ich den hier gerne weiter oben haben. Oder wollen wir einen Einergang haben? Das kann auch ein Einergang sein, ist eigentlich egal.
Und das würde ich dann mit den Badewannen eigentlich genauso machen. So, Badewannen. Da ist eine Mauer. So, hier ist eine Mauer. Hier geht man raus. Hier eine Tür, hier eine Tür. Hier einen Gang. Wie viel Schiefer haben wir eigentlich noch? Ich baue hier die ganze Zeit einfach immer weiter Schiefer. Wir haben gar nicht mehr so viel Schiefer. Was macht denn Micha da? Schließt sich an. Okay, was müssen wir dafür machen? Machen wir. Jetzt haben wir natürlich kein Krankenbett mehr. Weil ich doof bin, wie immer. Wo ist er denn jetzt hin? Ach Moment, das ist ein Gefangener gewesen? Oh, das gibt's doch nicht. Also es gibt so eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, das sind Freistellen in Bergen. Die haben natürlich den praktischen Nutzen, wie wir beim letzten Mal gemerkt haben, aber wenn es dann nicht geplant ist, dass da eine Freistelle sein muss, ah, furchtbar. Aber ich tue hier erstmal Dach errichten. So, und dasselbe müssen wir dann nochmal kopieren für die Damen. So, haben wir noch einen Kommentar? Hi, wenn du belegen, prüf mal. Musst du, achso, normale Türen einbauen, sonst zählt es. Beobachten das mal, ob wir da normale Türen machen können oder ob wir das so lassen können. So, also ich habe 20 Kolonisten, 12 Gästebetten, 2 Toiletten und 2 Badewannen. Die reichen locker. Sie benutzen wahrscheinlich keine Bandagen für Gefangenen, weil es jemand
will jetzt keine Namen nennen, nicht freigegeben hat. Darauf habe ich doch direkt was gesagt. Die sind eingestellt, wie ganz auf standardmäßig, Kräutermedizin oder schlechter. Weil ich dachte, Bandagen zählen nicht zu gewöhnlicher Medizin. Denn ich bin immer davon ausgegangen, dass Bandagen auf demselben Stand ist wie Kräutermedizin. Aber Bandagen sind anscheinend besser als Kräutermedizin. Und zwar sind anscheinend Bandagen so gut wie richtige Medizin. Und das finde ich ein bisschen unbalanced. Also für mich sind Bandagen genauso gut wie Kräutermedizin. Und nicht besser. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass bei der Einstellung auch Bandagen mit benutzt werden. Weil es ist ein bisschen krass. Vielleicht ist es so eine Zwischenstufe. Vielleicht sind die Bandagen besser als die Kräutermedizin, aber schlechter als richtige Medizin. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Medizin, was sehr teuer in der Herstellung ist, dann aber genauso gut ist wie die billigste, also wirklich die billigste Methode für Medizin-Items, die Bandagen. Ich meine, ein bisschen Stoff anbauen, daraus Bandagen machen, ist viel billiger als Kräutermedizin anzupflanzen. Hier braucht man Stufe 8 für Kräutermedizin. Deswegen konnte ich mir das halt so nicht vorstellen, ne? Achso, wir hatten ja noch ein Quest, für, wo sich irgendwer anschließt. Hier, 650 Stoff haben wir gerade nicht. Ansonsten, ja, Martin halt, ne? Aber gut. Okay, Micha muss hier jetzt erstmal ernten, wa? So, mal eine Frage, aus welchem Mod kommen die Pilze, die in den nicht bearbeiteten Stollen entstehen? Hab deine Modliste durchsucht, aber nichts gefunden. Im Voraus danke. Der müsste eigentlich mit drin sein. Die kommen aus diesen Modpack Biomes und Caverns. Ist der nicht mit drin? Muss ich nochmal die Modliste abchecken. Aber ich meine, ich hatte da alle Mods mit drin. Also der Mod heißt Biome und Cavern. Hier steht's. Also das ist ein Biom-Mod. Der Biom macht das, haben wir hier irgendwo unpassierbares Gebirge. Hier, der Biom sorgt hier, dass bei unpassierbaren Gebirge Höhlen sind, wo man auch starten kann. Da hatte ich auch tatsächlich mal überlegt, mir so eine Höhlenexpeditionsstaffel zu machen durch die Mod. Weil da hast du natürlich ganz andere Ressourcen, und zwar die von den Pilzen kommen, ne? Es gibt auch Magma-Höhlen und alles. Okay, wir machen es anders, ja. Wir müssen erstmal alle Bäume gefällt werden. Und das macht am besten Micha. So, hier bei den Türen können wir Belegung prüfen machen. Bei denen machen wir das. So, die entfernen wir direkt mit. So, ist das jetzt eine Folge? Das ist Folge 50, ne? Oh, Schafe. Praktisch. Kriegen wir Wolle. Ja, können die sich drum kümmern?
muss mal hier wieder Zeug herstellen. Gut, die wurden beerdigt auch. Guck mal, hier liegt auch gutes Zeug. Ich mach mal hier ein kleines Sammellager hin. So, die beiden werden jetzt miteinander verbunden und hier stellen wir ein, nur, machen wir erstmal hier die Nahrung weg, Kleidung, es geht natürlich um Kleidung, so und zwar nur um verunreinigte Kleidung. Habe ich die Waschmaschine schon erforscht? Bestimmt. Die unter Entspannung? Ja, hier, Waschmaschine. Zack. Ich glaube, wir brauchen mal wieder einen Tragetag. Mike. Okay, er kümmert sich um die Tiere. Ismael. Ich würde gerne Tragetag machen, aber... Die haben hier anscheinend noch so viel zu tun. Ismael, was soll denn das? Haben wir überhaupt noch einen Koch oder ist unser Koch gestorben? Scheiße. Uranyl ist eher weg. Wir brauchen unbedingt wieder einen Koch. Oh, ist das ärgerlich. Aber Micha kann sich auch nicht gleichzeitig um die Feldarbeit kümmern. Das heißt, Daniel König müsste dann die Feldarbeit machen. Dann müsste Micha sich ums Kochen kümmern. Okay, wir machen jetzt erst nochmal einen Tragetag. Hier liegt so viel Kram rum. Wieso haben wir hier Gourmet-Dessert drin, wenn das hier oben rein muss? Können wir nochmal Flüchtlinge bekommen?
Wir brauchen unbedingt nochmal Hilfskräfte hier. Ist ja furchtbar. Dass der Baum von Honig gefällt wird. Ich dachte, der bleibt stehen, produziert dann nur regelmäßig Honig. Ist das hier kaputt? Haben die das zerstört? Das haben die, glaube ich, tatsächlich zerstört. Ich helfe mal ein bisschen nach, weil das dauert mir ein bisschen so lang. So, jetzt geht's los hier mit dem Getrage. Hier liegt überall Kram rum. Können wir denn einen von den Gefangenen theoretisch gebrauchen? Habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt, oder? Jetzt ein Koch dabei, hätte ich direkt genommen. Haben aber keinen Koch. Schade. So, wie sieht es aus mit Wegtragen? Ich dachte gerade, ist das brauner Zucker? Nee, es sind Kaffeebohnen. Ein Stewpot. Ich finde diese schwarze Kleidung ganz gut. Daraus müssten wir Kutten herstellen. Was ist das? Knight? Es ist Knight-Leder. Aber wir könnten theoretisch einfärben. Was macht Bambi eigentlich den ganzen Tag? Bambi, wie sieht's aus? Wann machst du mal mit dem Handwerk weiter? Genau. Schön die Klamotten zerlegen, darum geht's hier.
Oh, da kriegt einer ein gutes Dessert. Schön noch ein Dessert reingemacht, um dann das Blut rauszusaugen. Warum kriegen die ein Plumpsklo? Damit wir auch weiterhin Dünger herstellen. Kann man Agave einfach so futtern? Alter, hier ist ja nur positiv. Ich habe die mal ausgemacht. Weil das sehe ich ja auch, wenn ich Alt drücke. Und stört es nicht die ganze Zeit. Alter, die sind die ganze Zeit am Tragen, ne? Und hier liegt noch so viel Kram rum. Ich setze sie überall mal auf 2 runter, damit wir einen immer auf Puffer haben. Gut, wenn ich dann die bei den Gästen verkaufe, sieht das ja eh wieder anders aus. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen einfach überhaupt nicht voran. Vielleicht brauchen wir einen Mechanitor mit ganz vielen Tragebots. Oder wir kriegen Tiere, die auch tragen können. Weil Nayada hatte ja da ziemlich oft ein Problem mit, dass Männer und Frauen sich die Toiletten teilen. Finde ich eigentlich überhaupt kein Problem drin. Ich meine, ich habe ja hier zu Hause auch keine getrennten Toiletten. Bei mir auf der Arbeit ist es teils, teils. In den Anlagen hast du keine getrennten Toiletten. Aber wenn man im öffentlichen Raum ist, dann ist das ja meistens immer getrennt. Und jetzt ist halt die Frage, unter was seht ihr die Kolonie? Seht ihr das als ein öffentlicher Raum, wo die Leute irgendwie dann getrennt sind? Oder seht ihr das eher wie eine große Familie? Also anscheinend nur eine Perspektivensache. Aber ich habe es jetzt immer gemischt gemacht, deswegen machen wir es jetzt so, wie Naya da will und machen getrennt. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass die Duschen und Badewannen getrennt sind, wobei man das theoretisch auch bei gemischten mit Belegung prüfen machen könnte.
Brauche ich noch Kaffeebohnen? Habe ich Mending schon erforscht? Ja. Ich glaube, Mending kriegt einen eigenen Raum. Die Mending-Werkstatt. Jetzt pflanze ich das hier überall hin. Dabei war der Raum eigentlich für was ganz anderes bestimmt. So, gucken wir mal zu, wie weit die mit dem Tragen sind. Da liegt immer noch überall Klamotten rum. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, Bambi hat schon so viele Klamotten zerlegt. Immerhin ist hier oben schon mal leer. Wir haben auch keine Bauteile mehr. Stromtechnisch sieht es auch nicht gut aus. Die haben hier das Ding halt zerlegt, ne? Entfernen hier den Boden. Machen wir dieses Baugebiet ein bisschen kleiner. Aber bevor die hier dann wieder zerstören beim nächsten Angriff, machen wir dann hier die Dinger rum. Hätte ich eigentlich direkt machen sollen. Ich glaube, wir werden hier auch schon mal anfangen, das Gästegebiet zu sichern. Mit guten alten Sandsteinen. So, das wird halt das Gästegebiet, da soll keiner reinlaufen.
Also die Gegner sollen dann ja eher sich hier konzentrieren, anstatt hier anzugreifen. Hier liegt so viel Holz rum. Ich glaube, das wären 3 Tage Folgen, ey. Nicht drei Tage Folgen. Ist da jetzt Intellekt gestiegen oder ist der dümmer geworden? Das ist jetzt die Frage. Also das Essenslager ist auf jeden Fall schon ziemlich voll. Das Rohessenslager. Okay, wo tun wir Tee anbauen? Hier. Tun wir Anbau mal verbieten. Kaffee? Genauso. So, hier machen wir nochmal Pepper. Das haben wir ja oben verkleidert und jetzt haben wir nicht mehr genug. Wo bleibt der rettende Regen? Hier liegt zwar noch so viel Kram rum, aber ich kann die nicht ewig tragen lassen. Noch fast 4 Tage. Ein bisschen weniger als 4 Tage. Was ist das hier überhaupt? Batwool. Wir können dem doch bestimmt auch Blut abzwacken.
Toll, jetzt habe ich hier Gammeltiere in meinem Lager. Hey, ich habe doch gerade hier die Ernte verboten, weil wir genug Holz haben. Ah, sonst machen wir die Ansaat verbieten. Wobei, das Lager ist noch lange nicht voll. Yay, Micha kann Brot machen, aber gut. Ich würde sagen, das war es jetzt für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal hier gucken, wo hier denn der Ausgang sein wird. Wird wahrscheinlich so sein. Also bis dann. Ciao.